Na, erinnerst du dich noch, wie das war, als du klein warst? Oder hast du selber Kinder und erlebst es da live mit oder hast es miterlebt? Wie spirituell sind Kinder? Gibt es eine Kinderspiritualität? Hast du dich mit diesem Thema überhaupt schon mal beschäftigt? Wir wollen das jetzt mal machen. Und wir, das sind die Annelie aus Baden-Baden. Hallo. Sei mir herzlich gegrüßt. Ah, und der Andreas aus dem Norden, ganz klar. Ja. Spaß muss sein, denn wir wollen heute über Kinder reden. Ne? Und deswegen dürfen wir auch ein bisschen kindisch sein. Tschakka. Sag mal, kannst du dich noch an deine Kindheit erinnern? Ja, ich kann mich gut an meine Kindheit erinnern. Und ich hatte wirklich Glück. Also ich habe sehr liebevolle Eltern. Und ich kann mich an viele, viele Frequenzen erinnern. Und ich kann mich vor allem auch an Momente erinnern, in denen ich als Kind schon solche hellsichtigen Ebenen hatte. Und die habe ich dann in der Pubertät komplett zugeschüttet. Und dann hatte ich ja eben quasi dieses Erleuchtungserlebnis. Und wir hatten da schon mal in dem Video drüber geredet, Andreas, ne? Und seitdem sind die ganzen Fähigkeiten alle wieder da. Ja, das ist schön, weil so geht es leider nicht viel. Die meisten leben es noch in der Kindheit. Manche erinnern sich sogar daran, aber die wenigsten wissen es genau. Und damit wir aber jetzt für unsere Kinder und mit unseren Kindern da richtig den Umgang pflegen können, was können wir da machen? Wenn dein Kind, wenn du das merkst, plötzlich dir was erzählt von seinem Freund, dann solltest du die Ohren aufmachen und den Mund zu. Höchstens fragen, erzähl weiter und lass es dir erzählen. Guck dir vielleicht mal diesen kleinen Film an, Mara und Moru, den ich neulich veröffentlicht habe mit Silke Mara. Da geht es auch um dieses Thema. Sehr interessant, die Geschichte, die dort erzählt wird. Wir Erwachsenen haben oft viel zu wenig Vertrauen in unsere Kinder. Auch das ist für uns wiederum eine Lernaufgabe, unseren Kindern mehr zu vertrauen und sie sein zu lassen, was und wie sie sind. Hören wir doch mal unseren Kindern zu. Denn wenn wir auf die Welt kommen, dann sind wir höchst spirituell, nämlich nur spirituelle Wesen. Dann sind wir vollkommen in der Liebe und im absoluten Gottvertrauen, im Urvertrauen. Und dann kommt die äußere Welt hinzu. Und alles Mögliche wird auf uns aufgestülpt. Annelie, du hast ja nun auch Kind. Kinder, wollte ich schon sagen, aber ein Kinder, alles Jungs, ne? Genau. Wie ist das mit deinem Sohn? Vielleicht kannst du so ein bisschen aus der Erfahrung erzählen. Wie sprichst du mit ihm darüber? Was stellt er dir für Fragen? Hat er schon Fragen gestellt? Ja, also bei ihm ging das los, dass wir, also ich habe auch mal an seinem dritten Auge, ich habe geschaut, wie sieht es aus, ich habe das ein bisschen aufgemacht und er hat dann sehr, sehr viel gesehen und er nimmt das Ganze wahr und er gibt natürlich für ihn, muss er vorstellen, ich arbeite ja sehr viel mit der Lichtwelt und das ist für ihn ganz normal. Er bekommt mit, welche Schritte ich gehe, was ich mache und für ihn ist das natürlich komplett normal. Er hat sich dazu entschieden, er möchte in der Schule Religionsunterricht besuchen und das darf er, es gehört ja auch zu unserem Kulturkreis dazu. Wenn er da Lust drauf hat, dann darf er das gerne machen. Und wir reden natürlich dann auch nochmal ganz anders über Jesus zum Beispiel, ne? Und ihn interessiert das und für ihn ist es ganz natürlich, dass Engel da sind. Für ihn ist es ganz natürlich, dass wir uns am Abend bedanken für den Tag. Und ich glaube, dass er sehr verbunden ist mit allem. Er ist sehr verbunden mit der Natur, mit den Tieren. Und er hat von sich aus zum Beispiel gesagt, dass er kein Fleisch essen möchte. Und das sind einfach, ich habe das Gefühl, wenn man die Kinder sehr stark unterstützt, dann sind sie schon sehr nah an dem, was Liebe ist. Ja, und das ist es ja oft. Wir sind ja in den Strukturen dieser Gesellschaft ja schon fast gefangen. Und eine dieser Strukturen sind eben genau diese ganzen, ich sag mal, Kirchengeschichten, wie zum Beispiel die Taufe. Und bei der Taufe wird ja das dritte Auge versiegelt. Kann man das eigentlich wieder aufmachen? Kann man diese Versiegelung? Ja, super, Andreas, was du da sagst. Kann man definitiv öffnen. Und ich meine, ich wurde auch getauft.
Und man kann das wieder öffnen. Und zwar kann man das wirklich, also jeder, der das machen möchte bei sich oder den Kindern oder den Enkeln, was auch immer, das dritte Auge, ja, du kannst das aufziehen, also einfach so aufziehen, ja, und dann die Lichtwelt bitten, dass sie die Versiegelungen auflösen. Also das ist, kann man einfach ganz einfach im Matrixfeld machen, ja. Und dann kann man die Hände nehmen und kann quasi draufgehen und kann zum Beispiel Liebe reingeben oder wieder spirituelles Wissen oder Hellsichtigkeit, ja. Kann das natürlich dann auch wieder sanft zumachen, ja. Aber wichtig ist dieser Mechanismus, das Aufziehen mit der Absicht, ja. Und dann kann man Liebe eingeben, so oder so. Und dann kann man es leicht wieder zumachen, ja. Es funktioniert sehr gut. Und klar, natürlich kann man diese Rituale kann man natürlich wieder auflösen, so wie das mit allen möglichen Ritualen ist, die man so erlebt hat, auch in anderen Inkarnationen. Wir sind in einer ganz guten Zeitqualität, in der es darum geht, diese Versiegelungen einfach wieder zu ändern, dass alle Menschen frei sind. Deswegen funktioniert es auch wirklich heutzutage so schnell. Und es benötigt einfach manchmal nur die Entscheidung oder den Impuls im Matrixfeld, im Quantenfeld, in der Akasha-Chronik. Und dann geht das sehr, sehr schnell. Ja, das ist wunderbar. Übrigens, wenn du mal eine Kindermeditation sehen willst, schau mal auf meinem Kanal. Ich guck mal, dass ich das verlinke. Da gibt es schon einige, die wir vor längerer Zeit gemacht haben. Da kannst du dann für deine Kinder direkt diese Meditation anhören, mit ihnen gemeinsam. Annelie, für die Kinder, wenn sie jetzt größer werden, dann kommt ja der Druck von außen dazu. Das heißt, sie sind in der Gruppe, sie sind in der Schule, sie wollen vielleicht genau deswegen den Religionsunterricht mitmachen. Das ist nur ein Beispiel, bei deinem Sohn vielleicht auch. Weil dann wäre er nicht mit den anderen zusammen, wenn er jetzt was anderes machen würde. Und da gehen die Kinder lieber diesen Weg. Und dann hast du das so wundervoll gemacht, und das möchte ich an der Stelle einfach mal hervorheben, dass du ihm einfach den Raum gelassen hast. Ja, er will diese Erfahrung jetzt machen. Wie er sich dann für sich selber wieder entscheidet, das ist dann sein Weg. Und ich glaube, uns Erwachsenen obliegt es dann an der Stelle zu sagen, ja, was brauchst du noch für Informationen, damit du dich für dich richtig entscheiden kannst. Und wenn dann die Diskussion kommt, zum Beispiel zur Konfirmation, dass man sagt, es ist vollkommen egal, ob du dich konfirmieren lässt oder nicht, oder Jugendweihe oder was es alles für Worte dafür gibt, wir werden definitiv zu dieser Zeit eine Feier machen. Und wie die Feier heißt und was die Ursache dafür ist, ist vollkommen wurscht. Und du kriegst genauso viele Geschenke, als ob du das oder jenes machst. Sodass die Kinder nicht aufgrund dieses finanziellen Druckes diese Entscheidung treffen müssen. Ich werde nie vergessen, wie Kinder einfach gerechnet haben, die gefragt wurden, warum machst du den Unterricht hier? Das rechnet sich für mich. Ich kriege 3.000 Mark damals noch. Ne? Das macht für so viele Konfirmationsstunden, so viel Stundenlohn, coole Sache. Da habe ich nur gedacht, oh wei. Wie tief ist das gesunken? Das kann es nicht sein. Das kann es wirklich nicht sein. Ne? Mhm. Ich habe das große Glück gehabt, dass wir eine kurze Zeit lang bei uns im Dorf einen super genialen Pfarrer hatten. Damals war ich auch in der Jungschaft. Und was haben wir alles gemacht? Mit dem haben wir eine ganze Disco aufgebaut, ein Jungsheim aufgebaut, ein Jugendzentrum aufgebaut. Und das war einfach genial, weil der halt einfach am Puls der Zeit war. Sowas gibt's auch. Meine Schwester zum Beispiel, das Gleiche, die hat auch eine wundervolle, schon fast spirituelle Kirchengemeinde. Da, wo ganz offen drüber geredet wird und alles. Es gibt es auch. Deswegen ist es wichtig zu wissen, auch da gibt es wunderbare Menschen. Ja, es gibt es. Toll, dass du das sagst, Andreas. Und du weißt, ich bin ja bei sowas ziemlich liberal. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also selbst wenn die Kinder das total toll finden, mit ihren Freunden jetzt in diese Vorbereitungskurse zu gehen für die Kommunion oder für die Konfirmation. Nennt man das bei den in evangelischen Namen? Nennt man Konfirmation? Ja, die Konfirmation ist ja später als die Kommunion. Die Kommunion ist jetzt so mit 6, 7, 8 Jahren, ne? Genau. Und die Konfirmation, ja, die ist ja dann mit 14, 15. Ja, und ich denke einfach, wenn es Spaß macht und wenn sie da Lust drauf haben, dann dürfen sie das machen. Wie gesagt, das ist alles nicht so schlimm. Man kann jegliche Form von Ritual wieder rückgängig machen. Und in dem Moment, wenn sich das Kind dann dazu entscheidet, kann man quasi über den Menschen eine Lichtsäule stellen und dann einfach sagen, sämtliche Rituale
prallen ab wie am Federkleid einer Ente. Das wäre zum Beispiel eine Frequenz, die man ins Matrixfeld geben kann. Oder man kann sagen, jegliche Form von negativem Ritual hat keinerlei Wirkung. Oder ich stehe dafür nicht zur Verfügung. Oder mein Kind steht für jegliche Form von Manipulation nicht zur Verfügung. Das sind so Sätze, die man sagen kann im Matrixfeld. Und trotz allem ist es dann ein schönes Fest. Also wenn man ein Enkelkind hat und die Kinder entscheiden sich dafür, das Enkelkind taufen zu lassen. Und man denkt, um Gottes Willen, diese ganzen Rituale und Versiegelungen. Es ist alles nicht mehr so schlimm. Wir sind in so hochschwingenden Zeiten, dass nur die Absicht reicht. Man muss noch nicht mal dem Kind danach darüber wischen. Man kann einfach die Absicht geben, alles wieder rückgängig machen. Und das funktioniert. Und da denke ich einfach, vielleicht ist es für das Kind in dem Moment eine wichtige Erfahrung, auch um mit seinen Freunden zu sein. Oder es ist ja einfach auch eine Form von Kultur, die man hier lebt. Und man kann sich das einfach ansehen. Es ist ein Spiel auf Erden, ein Spiel. Und das ist dann das Spiel, das gerade gespielt wird. Und wenn es Spaß macht, dann kann man das machen. Wenn das Kind keine Lust hat und lieber eine Party hat, ohne das Ritual, ist auch gut, ja? So wie du das gesagt hast. Ich denke mal, das sind die neuen Schwingungsfelder und da darf man spielen, ohne Drama zu kreieren. Ja, ganz genau. Ja, und dann eine weitere Frage oder ein Fragenkatalog. Es ist ja genau dieser Fragenkatalog, der von den Kindern kommt. Und hier, glaube ich, sind wir Erwachsenen dann doch ganz schön in der Verantwortung, den Kindern hier fundierte Antworten zu geben. So kindgerecht wie möglich natürlich, sodass sie es verstehen, aber ehrlich. Und das ist ganz wichtig, denn wenn Kinder solche Fragen stellen in Richtung eben des geistigen Bewusstseins, der Bewusstseinsentwicklung oder der Spiritualität oder auch das Leben nach dem Tod oder auch über Naturwesen, die Themen sind ja vielfältigst, dass wir da ganz ehrlich antworten, was wir wissen und genauso ehrlich sagen, du, das weiß ich gerade auch nicht, weißt du was, komm, jetzt gucken wir mal gemeinsam, ob wir dazu was finden. Du kannst ja dann im Vorfeld ein bisschen recherchieren und dann, wenn du es hast, sagst du deinem Kind, so komm her, ich habe mal was gefunden und dann guckt man sich das gemeinsam an und du übersetzt das dann eben in die kindliche Sprache, was ganz wichtig ist. Du kannst es auch in der Erwachsenensprache sagen, denn die Seele versteht es immer. Die wartet ja nur darauf. Aber manchmal ist es ganz gut, wenn auch der kindliche Verstand gefüttert wird und das Kind damit was anfangen kann. Mit Beispielen zum Beispiel. Letztendlich hat es ja Jesus mit seinen Gleichnissen gar nicht anders gemacht. Erzähl kleine Geschichten, in die du die Beispiele einbaust. Möglichkeiten gibt es da ganz viele. Annelie. Andreas. Soll ich noch was aus der geistigen Welt zum Thema Kinder channeln? Ist noch eine Frage da? Das finde ich jetzt eine wunderbare Möglichkeit und auch Idee. Was kann uns denn die geistige Welt eben genau dazu, nämlich zum Umgang mit den Kindern, zum spirituellen Umgang mit den Kindern oder mit dem Umgang mit den Kindern zum Thema der gesamten Spiritualität, Bewusstseinsentwicklung und kindliche Fragen sagen? Ich frage mal ab, ja? Also es geht um das Thema, was möchte die spirituelle Welt für Informationen geben, wie wir mit Kindern umgehen möchten. Und es ist mir eine große Freude, die Frequenzen des Hohen Rates beginnen, Informationen zu geben. Und so ist es eine große Freude und große Ehre, am heutigen Tag zu diesem Thema zu sprechen. Und so erfüllt unsere Energie dein Herz. Und wir aus den Ebenen des Lichts betrachten eure Weise des Erdenlebens als sehr herausfordernd, denn ihr tretet immer wieder in den Prozess ein, den ihr Reinkarnation nennt. Für uns sind es immer wieder Abschnitte, die ihr wählt in einem Zeitkreis, den eure Seele als eine Frequenz begeht. Und so sind
die Anteile eures Seins noch unendlich weit mit dem Licht verbunden in der Zeit, die ihr Kindheit nennt. Die Seelen, die in diese kleinen Körper geboren werden, die sehr viel zu lernen haben in dem physischen Sein auf Erden, haben zugleich eine unendliche hohe Verbindung zum Licht. So sagt ihr in eurer Frequenz oft, dass ihr in den Babys die Engel seht. Und das ist die Wirklichkeit. Je weiter ihr in die Seele blickt dieser Kinder, desto mehr erkennt ihr das hohe Potenzial. Es ist die Liebe, die noch in sich fließt, die Verbindung zur Quelle. Je mehr ihr die Kinder sozialisiert in den Jahren, desto mehr nehmen sie die Spiele der Gesellschaft, die Spiele des Egos und die Abkehr der Liebe wahr. Es ist quasi das Spiel, das ihr selbst kreiert habt, dass ihr euch von der Liebe abkehrt. In diese Gesellschaftsstrukturen hinein wachsen die Kinder. Sie verlernen mehr und mehr die Frequenz der Liebe sinnhaft selbst anzuwenden in der Welt. Je mehr Traumatisierungen, Dramen, Leid von außen das Kind beeinflussen, desto mehr verliert das Kind die Verbindung, seine Essenz zur Quelle, und je mehr passt das Kind in eure Gesellschaft hinein. Ihr selbst kreiert die Dualität immer wieder, indem ihr Systeme erschafft, die die Dualität aus sich selbst heraus immer wieder produzieren. Die Frequenz der Kinder bietet die Möglichkeit zu erkennen, wer ihr in Wirklichkeit seid. Ihr seid diese höchste Schwingung der Liebe. Ihr seid die Anbindung ans Licht. Ihr seid die reinen Herzen der Kinder. Diese Anteile sind in euch. Nur ihr habt euch neue Geschichten erzählt. Ihr habt euch Frequenzen begonnen zunutze zu machen, die die Abkehr sind der Liebe. In Wahrheit seid ihr alle wie Kinder. In Wahrheit seid ihr alle die ungetrübte Liebe. In Wahrheit seid ihr alle die Verbindung der Schöpfung. So sehe in jedem Kind das pure Licht und das Ebenbild der Schöpfung. So gehe auf Kinder mit deinem höchsten Potenzial der Liebe zu, denn sie sind die reine Essenz, die du in dir trägst. In tiefer Liebe und Dankbarkeit. Ja, das war ja jetzt wundervoll, was die geistige Welt uns da hat durchgegeben. Ja, ich sag mal ganz tief Dankeschön für diese wichtigen Informationen. Ich bin auch ganz beeindruckt gewesen, während ich es gechannelt habe, Andreas. Na, ich habe das gemerkt, weil du hattest ja vorher auch jetzt so und so geredet und ja, wir waren eigentlich am Ende und jetzt kamen plötzlich so viele tolle Informationen durch. Da hat die geistige Welt schon gewartet, dass du dich öffnest, ne? Wann stellt Andreas endlich diese Frage? Ja, genau. Wir haben das dann ja gemeinsam eruiert und von daher, gemeinsam sind wir stark, genau. Und zusammen wir noch besser. Wir zwei im Team. Sowieso. Ja, Annelie, auch dir ganz herzlichen Dank, dass wir das heute machen konnten. Ich danke dir, Andreas. War wie immer super. Unser erstes Kindervideo. Es dürfen weitere folgen, wie auch immer, was auch immer. Mal gucken, was wir noch für Ideen dazu bekommen. Und schauen wir mal, was sich da so jetzt auftut.
Und in dem Sinne sagen wir auch dir ganz herzlichen Dank. Schön, dass du dich dafür interessiert hast. Schreib uns mal in die Kommentare, was vielleicht deine Kinder für Fragen stellen. Und vielleicht können wir dann ja diese Fragen mal an die geistige Welt weitergeben. Mal sehen, was wir da für Antworten kriegen. Und dann werden wir die geistige Welt auch bitten, dass sie diese Antworten kindgerecht durch Annelie dann durchgibt. Also, du merkst, die Ideen kommen schon, die Impulse sind da. Ist ja bei mir letztendlich nichts anderes, dass es dann auch von der geistigen Welt kommt. Und in dem Sinne senden die Annelie aus Baden-Baden, ich hier aus dem Norden, dir wieder von Herzen alles Liebe.